KinoCast. Wollen wir loslegen? Seid ihr soweit startklar? Ja. Ja, es liegt nicht an mir. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. An ihm liegt es nicht. Dampf hier reinlassen. An ihm liegt es nicht. An ihm liegt es nicht. Nee, mir liegt es nicht. Sagen, ja. Einfach mal hier Dampf reinlassen. Hier. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Muss mal Dampf in den Kessel hier. Hallo auch von ja, mir. Also. Hier ist der Erik. Ich grüße alle. Alles klar, Mensch, wir haben ja Filme mitgebracht heute, ist ja irre. Wir haben so viel, wir müssen welche in die nächste Woche noch reinschieben hier. Löcher. Ja. Ja. Deswegen, also es gibt auf jeden Fall was zu JGA, Junggesellenabschied, mit Jasmin, Gina und wo sind die Anna hin in unserem Dokument? Die steht, ach doch, hier ist er. Ich schieb mal die, ich muss mal die Spalte vergrößern. That's what she said. Genau, dann. Dann hatten wir noch, war ich noch mal im Kino, habe mir die Gangster Gang angeguckt, habe ich ja letzte Woche schon mal angeteasert. Der Chris und ich, wir hatten alle beide bei Sky bei so einem Gewinnspiel Freikarten gewonnen gehabt. Die habe ich nämlich dann gleich mal eingelöst hier. Und drauf, da war ich mit meinem Kleinen im Film Die Gangster Gang, den wollte er nämlich sehr gern sehen, weil da machen sie auf Disney Channel sehr viel Werbung dafür. Und im Heimkino gibt es da noch einiges, muss man schauen. Kate erzählt uns was über den sehr bekannten Film Promising Young Woman, der Preise gewonnen hat. Und, ja, hat er. Wer kennt, boah, Erik, wer unter anderem nicht, einen Oscar. Wer kennt ihn nicht? Ja, du kennst ihn nicht. Das ist echt ein bisschen peinlich eigentlich. Muss ich mal der hat einen Oscar erwähnen. Gewonnen. Sehr gut. Für was? Bestes Make-up? Bestes Originaldrehbuch. Bestes Originaldrehbuch. Okay. Nächste Woche erklären wir Erik, du nennst dich Star Wars Pro. Mal. Rot gibt's auch noch. Mal sehen, was das ist. Und vielleicht komme ich zu Dark Tide, einem High-Film, denn auf Sky gab es so ein paar High-Filme. Die habe ich geguckt. Schläferzfilm, Super Mario World und mal schauen, was noch so. Upload, zweite Staffel, habe ich auch schon gesehen, dass die da ist, aber noch nicht reingeschaut. Und dann gibt's natürlich wieder ein Rätsel. Jetzt fangen wir aber gleich erstmal an. JGA, da war ich mit Chris in der Sneak Preview. Und JGA, Junggesellenabschied. Oh ja. Oder auch Jasmin, Gina, Anna. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele E-Mails ich bekommen habe von den Filmfirmen und Verleihern und PR-Agenturen, die darauf hingewiesen haben, dass der Film bald kommt, dass der gut wird und ja, Presse-Previews und sonst was alles. Und das ist wohl wieder so eine deutsche Komödie, die wahrscheinlich ziemlich gepusht werden soll, die, denke ich mal, auch ganz gut ankommen wird. Und es geht mehr oder weniger darum, dass Jasmin, Gina und Anna sind die drei besten Freundinnen von der Frau, dessen Name ich gerade vergessen habe. Und die spielt auch an sich keine Rolle, weil die spielt nur die ersten 5 Minuten mit, denn die eigentliche Braut... Nein, gar nicht, die spielt am Ende auch noch mit. Ja, nur mal kurz, okay. Diese Braut ist schwanger schon und hat es aber ihren Freundinnen noch nicht gesagt. Und dann ist natürlich schwierig, so einen Junggesellenabschied mit totalem Besäufnis durchzuführen, wenn jemand schwanger ist. Und sie hat auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig Bock da drauf. Und ihre besten Freundinnen haben aber schon diverse Sachen für sie organisiert, inklusive einem Spontantrip nach Ibiza, wo sie dann dort irgendwo in einem Hotel unterkommen wollten und da weiterfeiern wollten. Und da sagt dann die Braut, danke, nein, ich gehe dann mal nach Hause. Und dann sind die drei erstmal in dem Nachtleben von München unterwegs und kommen dann irgendwann, kriegen sie so ein bisschen auch eine Depri-Phase und so, ja, wir haben ja niemanden und die hat jemanden und ach, und was machen wir denn nur und alles scheiße. Und ja, komm, die Tickets können wir nicht zurückgeben für den Flug, jetzt lass uns halt fliegen, ne? Jetzt fliegen sie nach Ibiza. Dumm nur, dass es aber geklappt hat, das Hotel zu stornieren. Das heißt, sie hängen erstmal da und müssen erstmal irgendwo am Strand schlafen. Gut aber dann doch, dass der Ex-Freund von der einen, von Jasmin, an dem sie auch noch ewig hängt, und das ist irgendwie schon 7 Jahre oder so her und so, und sie hängt immer noch an ihm. Gut, dass er zufällig auch in Ibiza ist mit seinen Freunden und er feiert dort seinen Junggesellenabschied. Und er will nämlich demnächst heiraten und sie haben eine Villa gemietet und da ist auch zum Beispiel einer von diesen Junggesellenfreunden, Abschiedfreunden von ihm, ist dann noch zum Beispiel Axel Stein. Und
Dann laden die die Mädels mit auf die, in die Villa ein, weil sie sagen, ja, okay, wenn ihr jetzt hier homeless seid und so, da können wir euch nicht, wollt ihr nicht mit zu uns kommen. Und ja, nach der ersten Nacht dann, ne? Ja, das also führt dann zu Verwicklungen und ja, einigen turbulenten Situationen, um es mal so zu sagen, weil natürlich, ich habe ja schon erwähnt, die eine, die hängt noch an dem, und aber weil sie ja, die drei Freundinnen haben halt gesagt, naja, wir können jetzt nicht da einfach hinfliegen und Junggesellinnenabschied ohne die zukünftige Braut machen, setzen sie ihr die Krone auf und sagen, ja, komm, du bist jetzt hier die Frau und wir spielen das einfach so durch. Und dann denkt halt ihr Ex-Freund, ah, sie heiratet auch bald, und man kann sich ja schon denken dann, was da so, in welche Richtung das vielleicht geht oder vielleicht auch nicht. Und ich glaube, viel mehr will ich mal nicht verraten. Ist auch, man kann sich, glaube ich, schon sehr viel denken, was dann so passieren wird. Aber, ja. Und nur? Was machen wir jetzt damit? Ich sag's ganz ehrlich, ich musste heute Morgen nachgucken, welcher Film in der Sneak lief. Das muss ich jeden Sonntag früh. Deswegen schreibe ich es immer vorher ins Dokument, damit ich es noch weiß, was kam. Völlig erfolgreich verdrängt gehabt. Weil es, ja, ich war gerade erstmal ein wenig entsetzt darüber, was die Inhaltsangabe vom Film ist, bis ich dann nochmal rekapituliert habe. Ja, okay, stimmt eigentlich fast soweit. Weil hier steht nämlich, Jasmin, Gina und Anna sind drei Singles, ja, die das Leben lieben. Ja. Gemeinsam wurden sie nach Ibiza eingeladen. Ich dachte, die haben das selber organisiert, um dort den Junggesellenabschied ihrer Freundin zu feiern. Doch dieses Vorhaben steht unter keinem guten Stand. Einige Gäste sagen wegen ihrer kranken Kinder ab. Den Vogel schießt aber die Braut selbst ab. Sie ist schwanger und muss deswegen den Flug und den geplanten Partytrip canceln. Ja, muss? Nee, sie macht's einfach. Das ist nochmal was anderes. Wo hast du das gerade gelesen? Bei filmstarts.de habe ich das. Ach so, weil ich bin bei Moviepilot, da passt alles, da stimmt. Ja, da passt, ja. Okay, das ist schön, aber da sieht man mal, wie das teilweise hier auseinandergeht. Wenn da welche Zusammenfassungen schreiben, die den Film nicht gesehen haben. Ja, so kommt es mir ein wenig vor. Ja. Also so jetzt, ja. Der Film geht fast 2 Stunden und das ist um die 30 bis 45 Minuten definitiv zu lang. Insgesamt ist es ein Machwerk, der eigentlich ganz gute Schauspielerinnen und Schauspieler mit sich bringt. Also Luise Heyer fand ich relativ amüsant, auch wenn sie eigentlich die ganze Zeit nur am Heulen war. Axel Stein mag ich einfach. Der ist einfach großartig. Es ist halt, die Geschichte ist auf dem Bierdeckelchen erzählt und daraus wird ein Film gebastelt und das wird halt irgendwann zu ausschweifend und das war das, was mich so ein bisschen geschafft hat und auch, wo ich sage, okay, er kommt größtenteils ohne Pipi-Kaka-Humor aus, was gut ist. Ein paar nette Szenen sind definitiv drin, aber es ist jetzt nicht das größte Machwerk deutscher Filmkunst, das ich je gesehen habe. Es ist eher das, was man, also nicht ganz das, was man erwartet, weil wenn man Junggesellenabschiede oder sowas hört, dann hat man automatisch die typischen Klischees im Kopf mit, ja, wir verkleiden uns irgendwie als Prinzessin, ja, haben wir. Bei Frauen, sie haben einen riesen Penis dabei, ja, haben wir. Bei Männern, ja, wir malen einen riesen Penis dem Bräutigam auf die Stirn, ja, haben wir. ja, ich sag's mal so, der Film tut keinem wirklich weh, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, Ladies, den müsst ihr sehen, das ist alles so sweet. So eine Scheiße, man. Also, und so ging es mir eigentlich auch den ganzen Film über. Also ja, ich habe auch mal gekichert, aber mehr als das war einfach nicht drin. Vielleicht bin ich einfach zu alt oder zu verbohrt inzwischen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe dieses Kalenderjahr schon witzigere Filme gesehen, aber auch diesen Kalenderjahr schon deutlich schlimmere Filme. Oh ja, oh ja. Deswegen, ich sag ja, der Film tut keinem weh. Es war ganz nett. Es war eine angenehme Montagabendunterhaltung, die allerdings in dem Fall von dem Zeitrahmen mit 2 Stunden einfach zu lang war. Und wie gesagt, die Story ist halt, ja, oh mein Gott, mein Ex. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer hätte damit rechnen können? Ja,
Also ich muss jetzt selber auch mal kurz in meiner Moviepilot-Kritik mal ein bisschen spicken. Also ich habe geschrieben, da wäre ein deutsches Hangover erwartet, der wird enttäuscht werden. Denn dieses ganze Thema, was sie da auf Ibiza machen, mit dem eigentlichen Junggesellenabschied, das ist ja irgendwie relativ schnell dann vorbei. Ne? Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass dem Drehbuchautor oder Drehbuchautorin oder Regisseurin oder so, dass dann ein bisschen so die Ideen ausgegangen sind oder nach dem Motto, oh je, der Film ist ja nur eine Dreiviertelstunde lang, wir müssen ihn aber ins Kino bringen, da muss ja mindestens nochmal so viel. Deswegen wirkte dann auch so dieser zweite und dritte Akt, der wirkte irgendwie so ein bisschen dran geklebt und hatte auch irgendwie eine ganz andere Pace, fand ich. Und das mochte ich gar nicht an dem Film, dass der so eine unterschiedliche Pace und eine unterschiedliche Stimmung jeweils hatte. Ich hätte es eher gemocht, wenn das wirklich so durchgehend irgendwie, ja, Komödie oder irgendwas, aber immer noch mal diese komischen Wechsel da und mal hier, mal da, mal so. Und dass halt wirklich auch die, ja, auch Frauen, auch in Komödien immer so permanent doof dargestellt werden müssen. Muss das denn sein? Kann da nicht mal irgendjemand, ja, da mal ein anderes Frauenbild transportieren, irgendwie ein bisschen intelligenter wenigstens als dieses wirklich dämlich und ja, ach, da ist mein Ex, ach, ich mach die wieder hin und ich mach wieder dumme Sachen für ihn und haha. Ach, ich glaube, irgendwie sind wir doch darüber weg mittlerweile. Also, wer Ana de Armas im neuen James-Bond-Film gesehen hat, der weiß, wie man es. Um mal Chris wieder abzuholen hier. Hat übrigens einen neuen Film bei Amazon Prime, ne? Aber. Und ich glaube aber doch, dass der Film, also ich glaube zum einen, dass der Film erstens ein Kassenerfolg wird hier in Deutschland. Das glaube ich schon, weil das Marketing zieht, die Trailer, die Teaser, die laufen. Es ist mittlerweile in allen möglichen Kinosendungen und so vertreten, das Thema. Die Schauspielerinnen sind überall unterwegs und so, geben Interviews und so. Und ich fand gut, dass sie wirklich so ganz knapp immer diese Pipi-Kaka-Sachen umschifft haben, wo man dachte, oh nein, bitte nicht. Ja. Es fand ich gut, dass sie das nicht gemacht haben, weil das wäre dann wirklich so diese ganz billigen Sachen hier, Brautalarm und so weiter, ne, auf die Straße scheißen und so. Das hat man glücklicherweise hier nicht gemacht. Da hätte es so viel Potenzial gegeben für so einen Scheiß. Ne. Oh, ein Glück. Und wir haben ja noch ein was Besonderes, denn ein alter Freund von mir war zu Gast, der Reiko aus Hamburg, der auch einen Podcast hat. Grüße an der Stelle. Ja, Grüße auch. Genau. Ich habe gewunken, als er mich gesehen hat. Der Reiko hat selber auch einen Podcast, der heißt Nachtzug nach Hamburg. Und der ist mittlerweile schon bei Episode 2000 irgendwas. Also den gab es auch schon lange, lange vorm Kinocast. Den habe ich damals schon gehört, da hatte ich selber noch keinen Podcast. Und das will was heißen. Das glaube ich, von denen, die ich kenne, die einen Podcast haben und immer noch durchziehen, mit der älteste Podcaster in Deutschland. Ich kenne, glaube ich, keinen, der früher angefangen hat und immer noch aktiv ist. Und er hat mir auch einen Audiokommentar geschickt. Er hat selber natürlich auch schon den Film in seinem Podcast beschrieben. Der ist doch immer ganz flott. Macht es immer gleich am nächsten Tag, wenn die Eindrücke frisch sind. Könnt ihr auch reinhören bei ihm. Ich werde es mal mit verlinken. Und er hat uns noch einen extra Audiokommentar geschickt. Den würde ich jetzt mal abspielen. Geht 2 Minuten. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Sachen zum Film, die wir noch irgendwie besprechen können. Achtung, es geht los. Was nicht so alles passieren kann, wenn man einen guten alten Bekannten kontaktiert, weil man zufälligerweise in der Stadt ist. Ja, man kann zum Beispiel im Kino landen bei einer Veranstaltung, wo man sonst eigentlich gar nicht hingegangen wäre. Normalerweise gehe ich sehr gerne ins Kino, wenn ich mich auf einen Film freue, wenn Freunde Zeit haben und mitkommen wollen, ja, und an dem Abend sonst noch nichts weiter geplant ist. Aber dieses Mal war es ganz anders. Ich habe mich in einer Kinoveranstaltung wiedergefunden, wo man vorher überhaupt keine Ahnung hat, welcher Film eigentlich gespielt wird. Bin also hier in Stuttgart mit Erik nach einem kurzen, ja, Dinner, ganz, ganz kurz und mini, ins Kino gegangen. Gloria heißt es, mitten in der Innenstadt von Stuttgart. Und ja, durfte dann miterleben, wie diese Veranstaltung so abläuft. Da kam noch ein Kumpel dazu, Chris heißt er, und der hat dann die Veranstaltung zunächst moderiert, was ich ganz ungewöhnlich finde. Denn normalerweise sitzt man im Kino, dann kommt irgendwann die Werbung, dann kommt der Film. Aber hier kam keine Werbung, sondern vor dem Publikum mit Mikrofon bewaffnet und ein paar lockeren Sprüchen auf Lager, hat Chris dann, ja,
eingestimmt, hat ein paar Kleinigkeiten verlost, so Filmzubehör würde ich es mal bezeichnen. So ein paar kleine Plakate oder eine Tasse oder ein T-Shirt, was dann der Gewinner auch direkt anziehen durfte. Und danach ging's los. Musste. Lange haben wir ja spekuliert, was könnte denn da nun kommen? Aber ich war ja von zwei Filmenthusiasten umgeben. Und dann, als der, ich glaube, Verleiher genannt wurde, sagte Erik schon, ach, das ist der Junggesellenabschied. Und den haben wir uns dann reingezogen. Vergnüglich, nichts Dramatisches, kann man mal machen, Kino. Und ja, so schnell kann es gehen. Man landet in einer Sneak Preview, das erste Mal in meinem Leben. Aber naja, muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Auf jeden Fall danke dir, Erik, dass du mich da einfach so mitgenommen hast. Ja, nicht zu danken. Jetzt hat er gar nicht so viel zum Film gesagt. Ich dachte, er kommt noch. Er hat gesagt, der Film tut keinem weh. Ja, das ist doch genau. Mal schön. Und ja. Lieber Reiko, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist bei der Sneak, dann kriegst du auch was. Ja. Ha! Ob er das auch will, die. Ja, hoffentlich ist das nicht. Ob er die Koala-Öhrchen auch will. Hey, ich habe die letzten jeder bekommen. Jeder möchte die Koala. Jeder möchte Koala. Ja, ich hoffe, dass das nicht tatsächlich nicht das letzte Mal Sneak für ihn war, aber dass er schon so lange unterwegs ist und Dinge macht auf der ganzen Welt und so, was auch immer ich gerade erzähle, und noch nie in der Sneak war, erstaunt mich ehrlich gesagt. Aber schön, dass die erste Sneak bei uns war. Ja, ist halt, ich denke mal, die meisten Kinos machen auch jetzt nicht so viel Werbung für so eine Sneak an sich. Ja. Ich habe das damals, selbst in meiner Heimatstadt, ich bin viel ins Kino gegangen. Ich war ja immer schon kinobegeistert und da hat dann irgendjemand mal, ich weiß nicht mehr, wer es war damals, irgendwie gesagt, ey, willst du nicht mal mitkommen in die Überraschungspremiere, hieß das bei uns, also Überraschungspremiere. Und da habe ich auch gedacht, na, pff, nee, keine Ahnung und so. Ich hatte halt so die Vorstellung, ja, da ist ständig so Arthouse und du siehst halt irgendwas ganz Besonderes oder so. Und hat mich dann mitgenommen und ich weiß gar nicht mehr, was dann der erste Film war, den ich gesehen hatte. Steht, glaube ich, irgendwo in meiner Bio steht es irgendwo drin. Mir fällt es gerade nicht ein, egal. Und also, da machen ja die Kinos auch nicht so viel Werbung dafür, aber tja. Na, mal sehen. Ich habe ihm dann mittlerweile ja schon einen Weblink geschickt. Da steht drin in Hamburg, wo er wohnt. Da gibt es quasi, kannst du jeden Tag in eine Sneak Preview gehen, in ein anderes Kino, wenn du willst. Da sind sehr viele Sneak Previews. Ich glaube, die bekannteste ist im UCI in Hamburg. Da gibt es auch, oder gab es auch einige andere Podcasts aus Hamburg, die sich immer mit der Sneak Preview beschäftigt hatten. Die gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, falls ihr jetzt die Sendung hört und wart vielleicht auch noch nie in der Sneak Preview, geht halt einfach mal hin. Ja, ihr hört ja hier immer, was da so ungefähr kommt. Und jetzt hat man einen Film, der, denke ich mal, ein Kinohit werden wird in Deutschland. Zumindest von der Thematik her. Und Komödien gehen immer gut. Und ja, die Ladies Night brauchen immer mal neues Futter und so. Ich denke mal, der wird ganz gut laufen. Und deswegen von mir 6,5, auch weil er extrem sympathische Darstellerinnen hatte. Die Regie und das Drehbuch fand ich ein bisschen mäh. Aber hat halt auch die Pipi-Kaka-Sachen ausgelassen und war ein bisschen über dem Durchschnitt, deswegen 6,5 von 10. Du hast es gerade so schön gesagt, die Ladies Night ist einfach eine meiner schönsten Geschichten ever, wo ich mal auch in so eine Ladies Night reingezerrt wurde. Das aber ist schon 14, 15 Jahre bestimmt her, also ich war's nicht. Her. Nee, du warst das nicht und ich kam damals rein als einer der wenigen Hast du dich Männer. Verkleidet als Lady? Oder nein, habe ich nicht. So? Ich kam da rein in den Saal. Das war sehr witzig. Ich komme da rein. Es waren auch nicht die Innenstadtkinos in dem Fall. Und ich kam rein und es war halt auch so ein Kino, mit so, wo es so hoch geht. Und ich gucke in den Raum und fange an mit So many girls in here, where do I begin? Oh mein Gott, ich habe so viele böse Blicke bekommen. Und die fünf Männer, die im Raum waren, die haben sich einfach nur weggeworfen. Mhm. Junggesellenabschied, also JGA, Jasmin, Gina und Anna, von mir 5,5 von 10 Punkten. Mhm. Also haben wir im Schnitt 6, das passt. Na, wenigstens hast du nicht den Spruch vom Ulkbär gebracht bei der Ladies Night. Kennst du Ulkbär? Besser ist das, ja. Coach. Besser ist das. Okay. Ihr könnt euch alle als betrachten. Ja. Gut, bitte weiter im Text. Was erwartet uns denn morgen in der Sneak Preview? Da bin ich ja mal gespannt. Der Tipp lautet, mal schauen, was unsere Nachbarn so machen. Und getippt wurde von dir, Erik, bis wir tot sind oder frei. Klingt sehr poetisch, ehrlich gesagt. Um was geht's da? Ja, das ist so ein Feel-Good-Film, da geht's um Sterbehilfe. Oh, oh,
Der Schweiz, wo er irgendwie, wow, da gab es irgendwie so ein Gesetz, Sterbehilfe oder sowas, und da ist irgendwie eine Frau, bei der wurde was Tödliches diagnostiziert und die will gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen und das geht aber nicht und ja, genau. Deswegen, weil der aus der Schweiz ist, der Film, dachte ich wegen Nachbarn und so. Aber war ein bisschen einfallsloser Tipp, muss ich sagen. Ich habe mich nicht sehr damit beschäftigt diesmal. Und ich hoffe mal, dass da vielleicht noch andere... Moment, war jetzt dein Tipp etwas einfallslos oder der Tipp für die Sneak etwas einfallslos? Nee, ich meine, ich war etwas einfallslos. Könntest du das bitte? Ich war einfallslos. Okay, danke. Ja, weil, ja, sonst habe ich immer noch... Bevor ich etwas aggressiv gleich werde hier. Nee, sonst habe ich immer noch versucht, ein bisschen noch mehr in die Tiefe zu überlegen. Aber da habe ich irgendwie keine Zeit und Nerven die letzte Woche. Deswegen habe ich einfach gedacht, okay, irgendwas, was läuft jetzt an von Verleihern, die gerne in die Sneak gehen? Was läuft da so an in den nächsten Wochen aus unseren Nachbarländern? Dann habe ich halt geguckt, so Frankreich war nichts weiter, was da passen könnte. Und dann irgendwann kam das Schweizer Ding und dachte ich, ja, könnte passen. Hm. Tja, hat noch niemand anders was getippt. Deswegen, tja, mal schauen. Okay, dann weitere Kinofilme diese Woche. Ich war mit meinem Sohn in die Gangster Gang drin. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen hier. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz... Die Gangster Gang, wer die deutschen Synchronsprecher waren. Sprecher? Denn die Hauptrolle spricht auf jeden Fall Sebastian Betzel. Original übrigens Sam Rockwell. Und Kurt Krömer, genau, hat auch eine Rolle gesprochen. Joyce Ilk war mit dabei. Und Janis Niewöhner. Max Giermann hat auch eine sehr coole Rolle gesprochen. Und in der Geschichte, die Gangster Gang ist ein Animationsfilm und wir sehen am Anfang so eine Gang, das ist so ein Wolf, das ist so der Gangleader. Dann ist noch so eine Schlange mit dabei und ein Piranha und was war noch dabei? Ach ja, eine Tarantel, die ist übrigens eine Hackerin, die kann halt mit ihren Beinen ganz schnell auf der Tastatur tippen und so. Und die rauben halt immer Sachen aus und haben schon ganz viel geraubt, das ist so... Erinnert ein bisschen an Ich einfach unverbesserlich, wo die halt immer noch größere Sachen klauen und noch größere und noch größere. Und die gehen auch irgendwie in eine Bank rein und da sind schon die Leute alle total erschrocken. Und ist auch so, das sind die einzigen, sind die Hauptdarsteller, die so Tiere sind. Alle anderen sind eigentlich so normale Menschen. Und es gibt dann noch eine was ist das, die Bürgermeisterin oder sowas? Das ist ein Fuchs. Und die Polizeichefin spielt auch noch mit eine größere Rolle. Jedenfalls wollen die dann so ein großes Teil klauen, so eine goldene Statue. Die wird immer verliehen für irgendjemand, der sich besonders für die Gemeinschaft eingesetzt hat. Und das hat bis jetzt noch niemand geschafft, diese zu rauben, diese Statue. Und ich überlege gerade, wie weit ich ging. Ich sag mal so, also die schaffen es auch nicht. Und es passiert dann ein bisschen was. Und es kommt dann dazu, dass sie doch wieder gute Sachen machen wollen. Also nicht nur böse Sachen machen, sondern sie haben halt dann die Möglichkeit, weil ja diese Statue verlieren wird, an welche, die sich besonders eingesetzt haben für die Gesellschaft, dass sie dann sagen, okay, wenn wir die halt nicht rauben können, dann bewerben oder machen wir halt gute Sachen, werden sie eingeladen zu der Gala, wo die verliehen wird und dann klauen wir sie dort auf dieser Gala. Und das machen sie dann auch. Sie versuchen dann, gute Sachen zu machen. Und dann gibt es auch noch wieder was ganz Böses und was halt alles so ein bisschen verworren klingt, ist eigentlich ganz cool gemacht. Die Drehbuchvorlage war von Ethan Coen, der hat jetzt nichts mit den Coen-Brüdern, also Coen, C-O-H-N. Und der hat zum Beispiel auch für Madagaskar und so Knastcoach hier den Film, hat er das Buch gemacht und ist ein angenehmer, ist ja bei diesen Kinderanimationsfilmen ist ja immer so, es sollte immer zwei Ebenen haben. Eine Ebene, wo die Kinder Spaß haben und eine Ebene, wo die Erwachsenen Spaß haben. Gerade wenn du als Elternteil da mit reingehst und langweilst dich dann tierisch und so, das ist dann, ja, deswegen. Und das hat es halt hier sehr gut gemacht. Also die Ebene für Erwachsene mit dem ganzen Heist-Movie und mit den Gangstern und mit den ganzen Sprüchen, die die drauf hatten, die hat sehr, sehr gut funktioniert. Und auch die Ebene für die Kinder hat sehr gut funktioniert, weil natürlich die Tiere auch alle sehr übertrieben waren. Ach, ein Hai ist auch noch dabei, genau. Hat mich ein bisschen an The Suicide Squad erinnert. Und ja, auch dieser Raub, den sie dann planen und dieses ganz große und da ist dann natürlich auch wieder Verrat und Betrug und untereinander und ganz große Pläne, die dann verwirklicht werden. War schon ein ganz netter Film.
ist mit Sicherheit jetzt kein Meisterwerk wie irgendwelche Top-Pixar-Filme und so. Hat aber echt viel Spaß gemacht und das Kino war auch ganz gut gefüllt. Trotz, dass es jetzt kein, nicht der neue Top-Pixar-Film ist, sondern eher so ein bisschen, ja, so leicht unterm Radar, außer jetzt auf Disney-Kanal beworben wird. Und von mir gibt das doch 7 Punkte. Also ich hatte mehr Spaß als bei Jasmin, Gina, Anna. Und auch der Soundtrack war voll geil. Und auch, ich fand auch die Animation, der Stil, wie kann ich es denn beschreiben? Das sah so ein bisschen, der Chris wird es wahrscheinlich kennen, in so manchen Computerspielen haben die so ein bisschen so einen älteren Look, der so aussieht wie so leicht gezeichnet, so ähnlich wie bei Zelda, ja, vielleicht. Ich kann es schlecht beschreiben. Die hatten manchmal so Szenen, dann gab es auch so Szenen, die waren so ein bisschen Anime-like, wie bei Ghost in the Shell so ein bisschen animiert und so. Das mochte ich auch sehr, gerade so Action-Szenen oder wenn dann so Kampfszenen waren. Die sahen echt gut aus. Hat echt Spaß gemacht, der Film. Also die Gangster-Gang, wer mit seinem Kid ins Kino will, ich denke mal so ab 6, 7 Jahren kann das Kind damit rein und passt auch. Ist jetzt schöne Geschichte, nette Geschichte, auch mit einer ganz guten Moral und kann man anbieten. Ja, anschauen, die Gangster-Gang mit den Kindern, reingehen. Okay, und jetzt gehen wir mal in den Bereich Heimkino. Da ist hier einiges drin. Heimkino. Kate wird jetzt mal den sehr bekannten Film Promising Young Woman vorstellen. Der ist sehr bekannt, auch wenn du ihn nicht kennst. Selbstverständlich kenne ich. Wer sagt denn sowas? Du selbst. Promising Young Woman ist ein Film von 2021 und hat auch unter anderem den Oscar für bestes Originaldrehbuch gewonnen. Und die Hauptdarstellerin Carey Mulligan spielt die junge Cassandra, kurz Cassie, die, sagen wir mal, auf den ersten Blick eher so ein Scherbenhaufen von Leben lebt. Denn sie ist 30, wohnt bei ihren Eltern, arbeitet in einem Coffeeshop und ist sehr düster, nennen wir es mal so. Was sich aber dann relativ schnell entwickelt, ist, dass sie eigentlich mal Ärztin werden wollte und auch studiert hat, das Studium allerdings abgebrochen hat, da ihre Freundin eines Tages was Schlimmes passiert ist. Und das hat sie sehr geprägt und dementsprechend hat sie quasi alles abgebrochen und befindet sich auf einer Art Rachemission. Denn einmal pro Woche oder auch öfter putzt sie sich raus, geht in den Club und gibt vor, stockbesoffen zu sein. Und irgendwann, und zwar jedes Mal, findet sich ein junger Mann, der sie fragt, ob alles in Ordnung ist, der ihr vermeintlich helfen möchte. Sie geht dann so weit, dass sie mit dem Mann dann auch nach Hause geht und bis dann so die ersten Äußerungen kommen von ihr, dass sie zu betrunken ist und nicht will und nach Hause möchte und auch das Wort Nein benutzt. Und wenn dann der junge Mann weitergeht oder es ausnutzt, dass sie so besoffen ist oder vermeintlich besoffen ist, kehrt sie so um. Sie ist dann in dem Moment wieder stocknüchtern und konfrontiert die jungen Männer mit ihren Taten oder ihren Absichten und macht denen Angst und jagt ihnen einen gehörigen Schrecken ein. Warum das alles so ist und wie oft sie das schon getan hat und welche Beweggründe sie dahinter hat, wird über den Film hinaus erklärt und ist dunkel und traurig. Aber man hat irgendwie Sympathie für diese junge Frau. Man hat die Hoffnung, dass sie das irgendwann überwindet, was auch kurz den Anschein hat, dass sie es überwinden könnte. Bis dann ein weiteres Ereignis oder sagen wir mal, es taucht etwas auf, was das Ereignis von damals mit ihrer Freundin wieder aufleben lässt, obwohl sie ja fast drüber hinweg war, was dann dazu führt, dass es zum Endclash kommt und der ist sehr, wie soll ich sagen, hart. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, als dass es hart ist. Es
gibt einem wirklich so einen Schlag in die Magengrube und man denkt, fuck. Weil ich hatte mit dem Ende nicht gerechnet, auch wenn das wirklich grandios ist, ehrlich gesagt. Es ist ein perfides Vergnügen, diesen Film anzugucken. Erschreckend und auch unterhaltsam. Und Carey Mulligan, grandios. Einfach grandios. Wir haben noch ein paar andere super, Nebendarsteller, ja. Wie zum Beispiel die Mutter wird gespielt von Jennifer Coolidge oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Stiflos Mom. Ja. Ich weiß nicht, ob sie damit überhaupt assoziiert werden will. Keine Ahnung, aber so kennt sie halt jeder. Ja. Ihr Vater wird gespielt von Clancy Brown, den man auch kennt. Ja. Und die Männer sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei, zum Beispiel Adam Brody von DOC und hier Schmidt von New Girl ist auch mit dabei und also ein paar bekannte Gesichter sieht man da auch. Christopher Mintz-Plasse lese ich hier gerade. Genau, richtig, auch mit von der Partie und Connie Britton ist auch mit dabei. Ja, und sie, wie gesagt, wir sehen dann halt diesen Rachefeldzug, der bis zum Äußersten geht. Und das ist halt ordentlich. Sie verletzt niemanden, das muss man dazu sagen. Also sie verletzt niemanden. Man hat ab und zu mal das Gefühl, sie geht einen Tick zu weit, was dann aber dann nicht der Fall ist, in gewissen Dingen zumindest. Und wie gesagt, das Ende hat mich total dagestehen lassen. Richtig grandioser Film. Richtig, richtig gut. Ja. Unbedingt angucken. Gibt's auf Sky Cinema aktuell. Promising Young Woman. Werde ich mal programmieren, ja, damit ich den nachhole. Weil letztes Jahr habe ich ja die Oscar-Filme nicht geguckt wegen Corona. Ja, deswegen hast du ihn noch verpasst. Weil da zu viel. Ausrede. Nee, da ist ja zu viel einfach nur in USA irgendwo einmal im Kino gelaufen und dann im Stream gelandet. Ja. Aber da hole ich den mal nach. Klingt nach einer Soft-Version von I Spit on Your Grave, wo die eine Frau vergewaltigt wird und dann ganz üble Rache nimmt an allen möglichen Typen, die sich irgendwie auf eine Weise nähern, die sie nicht möchte. Ja, quasi, aber wesentlich cleverer. Ja. Also wirklich, das ist ein richtig cleverer Film. Bin ich gespannt drauf. Und ja, ich gebe ihm 8,5 Punkte. Eigentlich gebe ich ihm 9. Gebe ich ihm 8,5? Nee, ich gebe ihm 9. Ich muss das ändern. Ich gebe ihm 9, weil er wirklich, gut ist. Ja, ich ändere mal. So, dann mache ich mal ganz kurz Dark Tide, ein Hai-Film. Der ist nicht gut. Nee, kein guter Hai-Film. Wirklich jetzt, also die Story, bringe ich die überhaupt noch zusammen? Also vielleicht erstmal erwähnen, Halle Berry spielt mit und Olivier Martinez, mit dem ist sie ja dann nach dem Film auch eine Liaison eingegangen, um mal ein bisschen hier Yellow Press hier und so. Also die haben sich bei dem Film kennengelernt und Halle Berry mag ich ja eh nicht so richtig und die spielt da so eine Hai-Taucherin, Forscherin und die drehen auch immer Filme und sowas und da geht aber mal was schief bei so einem Film, den sie unter Wasser drehen, da wird einer ganz übel gefressen vom Hai. Und dann, wie es dann so ist, da zieht sie sich erstmal aus dem Business zurück und dann kommt aber wieder die Stelle, wo sie wieder zurück muss in das Business und so, wo dann ein reicher Typ mit Geld winkt, sagt hier, mein Sohn, der will mit drei Haien tauchen und mal ohne Käfig und so. Und ja, und das ist einfach alles total bäh und mäh und es wird die ganze Zeit nur gelabert auf dem Boot hier, ne? Wurde hier so versucht, so Tiefenpsychologie rauszukehren zwischen allen möglichen Leuten, die da auf dem Boot sind und ach, total ärgerlich, das Ding. Also ich hätte gewünscht, ich hätte nicht gesehen. Also nicht mal die Eisszenen waren irgendwie gut. Die Tauchszenen waren ganz gut gefilmt und gedreht. Also das war ganz gut, aber also die ohne Haie einfach nur so tauchen, aber ja, da kann ich auch selber ein bisschen schnorcheln gehen. Deswegen, also bei mir, von mir bekommt er irgendwie gerade mal 2 Punkte oder so. Ist auch in diversen Listen die Top 40 Worst Shark Movies und so, ist der auch immer mit drin. Und das ist keine ironische Liste, ja. Das ist wirklich eine. Also, es muss schon ein bisschen was drin sein, damit er uns Hai-Fans begeistert. Dark Tide, der hier auf Sky, die hatten so einen ganzen Tag mit Weiße Hai, Teil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42 und noch ein paar andere Hai-Filme. Und da war Dark Tide mit dabei, den kannte ich noch nicht und ich hätte es auch lieber dabei belassen. Ja,
Kate Summers. Das sage ich doch nur, das sage ich nur, hei, 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 hei. Ja, Kate, was habe ich jetzt eigentlich gegeben? 3 Punkte oder 2? 2. Ich glaube, 3 genau. Hast du gesagt. 3. Hier hört er zu. Ja, Kate, sag mal was zu Rot. Rot? Rot ist ein süßer Film. Rot ist der neue Pixar-Film, ich glaube der 25. Pixar-Film. Und es geht um eine 13-jährige junge Dame, die heißt Mai Li. Irgendwie chinesisch angehaucht, also ihre Mutter ist glaube ich Chinesin, ihr Vater weiß ich es nicht so genau. Und die ist auf den ersten Blick ein ganz normales Kind, also nochmal Anfang des Teenager-Jahre und Schule ist eher so, ja, sie ist zwar sehr, also sie ist gut in der Schule, weil sie es von ihren Eltern so aufgedrückt bekommen hat, also sie schreibt auch Einsen und so, aber grundsätzlich ist es eher uninteressant, weil es geht ihr leicht von der Hand. Sie interessiert sich für mit ihren Freundinnen zusammen für eine ganz besondere Pop-Rock-Band, keine Ahnung, irgendwelche Jungs, die sie halt süß findet, Boygroup, typisches Teenager-Mädchen halt, ne? Bis auf ein kleines Problem. Denn mit ihrem 13. Geburtstag und dem Einsetzen der Pubertät fängt sie an, sich in einen Panda zu verwandeln. Und zwar in einen übergroßen roten Panda. Das ist an ihre Gefühle gekoppelt. Und so ein Teenager hat halt verdammt viele Gefühle. Und wenn die Überhand nehmen, dann macht's Puff und sie ist ein großer roter Panda. Und das wird zum Problem ein bisschen. Es kommt dann raus, dass es sich um einen Familienfluch quasi handelt und sie muss jetzt versuchen, damit klarzukommen bis zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben, in der näheren Zukunft, wo man sowas quasi bannen kann. Weil ihre Mutter hat das auch gehabt und es geht ist so eine Sache, die durch die weibliche Generation der Familie geht. Und sie versucht dann, wie gesagt, mit diesem Panda in sich klarzukommen. Und das stellt sich halt schwierig raus, denn, ja, wie gesagt, da muss ja nur der eine Junge von der Band irgendwas Lustiges sagen und sie hat Herzchenaugen und puff, Panda. Das ist eigentlich im Endeffekt die Geschichte. Wie gesagt, es geht dann darauf hinaus, dass sie das eigentlich diesen inneren Panda quasi bannen will und es endet in einem furiosen und komplett überdrehten Finale, was natürlich komplett Banane ist, wobei die ganze Geschichte eigentlich komplett Banane ist, weil wer verwandelt sich in einen übergroßen roten Panda? Niemand. Aber es ist irgendwie total süß. Ich konnte damit absolut was anfangen. Er ist komplett irrsinnig. Dieses 13-jährige Mädchen ist komplett quirlig und verrückt und die haben alle einen an der Waffel. Aber das sind halt Kinder und das ist halt ein Teenager-Kinder aus der Sicht von denen gespielt. Es hat sich von der Machart so ein bisschen angefühlt wie Luca, wobei mir die Geschichte von Luca nicht so gut gefallen hat, wie jetzt von Rot. Im Original heißt er übrigens Turning Red, was irgendwie mehr Sinn macht, aber egal. Ich fand ihn gut. Ich habe ja gehört, dass es sehr viele Kritiken gibt, die ihn zerreißen und ihn ganz furchtbar finden. Ich habe mich auf den Klamauk einfach eingelassen und mir hat Spaß gemacht. Ich kann ihn empfehlen, gibt's auf Disney Plus. Zum Klicken. Ja, mal schauen. Vielleicht gucke ich da mal rein. Mich haben da die negativen 7,5 Punkte auch ja. Ein bisschen beeinflusst gehabt. Da. Mal schauen. Was hast du denn Negatives so gehört? Ach, ich habe gerade hier Moviepilot offen. Da beschlagen sich die negativen Sachen. Kannst du das selber mal. Ja, ich hatte auch so schon auf Twitter flogen da einige Sachen rum, die den gerade gesehen hatten. Der ist ja jetzt relativ neu, glaube ich, ne? Ja. Dann gibt es meistens immer so eine Phase, wenn sehr viele den schauen, die auch sich für Filme interessieren, die posten dann auch relativ schnell ihre Meinung. Und da hat sich bei mir zumindest so ein Bild ergeben, so wie, ah, okay, muss ich nicht unbedingt sehen. Irgendwie ein bisschen zweifelhaft und sehr überdreht und alles. Zweifelhafte Moral da drin in dem Film. Na, mal schauen. Vielleicht gucke ich doch mal rein. Gibt's ja kostenlos. Dann kann ich zur Not schlechter als der Hai-Film oder auch nicht sein. Nee, das auf keinen Fall. Ja, dann noch ganz kurz. Schläferz geht ja wieder los. Und da kam jetzt der Film von 1993, den ich damals im Kino gesehen habe. Super Mario Bros. Hieß der nicht World. Das habe ich hier ins Dokument falsch geschrieben. Und dazu kann ich nur sagen,
Mein Gott, ist das eine Scheiße hier. Ist doch ein Scherz, ist das aber ehrlich. Mein Gott. Ey. Ja, ich war ja damals im Kino und hab damals schon. Aber jetzt hier mit den Kommentaren von Kalkofe und Peter Rütten hier, das war so genial und großartig. Für die, die es nicht kennen, Schläfer, sie zeigen halt schlechte Filme. Es ist jetzt nicht einfach so, dass man sich einen Scheißfilm anguckt wie Dark Tide und da allein in seinem Kämmerlein sitzt und sich ärgert, sondern da ist zum einen Twitter sehr aktiv, der Hashtag Schläferz, da kommen so geile und lustige Kommentare. Und dann natürlich die beiden, die twittern, oder speziell Oliver Kalkofe, der twittert auch während des Films immer lustige Sachen. Das ist, die ganze Sendung mit den Kommentaren und so ist ja natürlich vorher schon aufgezeichnet mit den Sachen, die sie machen. Da kann er halt sich ruhig zurücklehnen und da auch noch mit das Ganze befeuern. Und dann sind immer zwischendrin, die machen dann immer so Pause, wenn dann sowieso Werbung ist und dann gibt es immer so eine Moderation. Da kamen sie dann so verkleidet als Mario und Luigi, dann mal verkleidet als diese Wesen da und ach, und haben das Ganze nochmal zusammengefasst, was man bisher gesehen hat, und dann wurde einem der ganze Schwachsinn erstmal bewusst. Und während des Films gibt es auch immer so Bauchbinden-Einblendungen, auf was man da gerade achten soll oder wie absurd das war. Und einfach herrlich. Also Super Mario World. Gibt es ja dann noch, Schläferz hat Bros, ja. Bros, nicht World. Bros, ja. Schläferz hat ja auch eine Mediathek, da kann man das auch anschauen mit Kommentaren und allem. Da fehlt natürlich dann die Twitter-Ebene, aber für die, die es mal gucken wollen, unbedingt mal reinschauen. Nächste Woche war auch wieder sowas total Bescheuertes, glaube ich. Naja, so, den anderen Film, den hebe ich mir fürs nächste Mal Moment, auf. Moment, du musst aber noch ganz kurz noch zur Handlung vielleicht was sagen. Muss man da was sagen? Film, hat das eine Handlung? Brooklyn 1973. Eine verzweifelte Frau setzt ein großes dinosaurierähnliches Ei vor einer Kirche aus. Es fängt ja damit an, dass es einen Meteoriteneinschlag gab, vorher irgendwann mal, und dann hat es quasi die Erde und was anderes in zwei Dimensionen verteilt. In einer Dimension gibt es halt so komische Dino-Wesen und in der anderen nicht, und ach, das ist alles total Banane. Die haben es auch, ist auch für Filmfreaks interessant, weil wird am Anfang im Vorgespräch zum Film wird auch immer sehr viel über den Film und Meta-Sachen erzählt, und da wurde eben auch erzählt, es gab insgesamt irgendwie 3 oder 4 Skripte, die parallel verfilmt wurden, und dann wurde irgendwie das zusammengebaut und deswegen passt das auch alles nicht und ist alles ein riesen Trainwreck, also man kann es nicht anders nennen, weil damals ein 40 Millionen Budget-Film mit Top-Darstellern, mit Bob Hoskins, mit John Leguizamo, mit Dennis Hopper und so weiter, das Ding so vor die Wand zu fahren, das ist schon eine Leistung. Und deswegen hat ja auch Nintendo nie wieder, und die haben ja wirklich gute IPs. Ich würde mich sehr freuen, wenn endlich mal ein Zelda-Film ins Kino kommt. Könnte man so schön machen, aber die trauen sich da einfach nicht mehr ran jetzt seitdem. Ja. 3 Wochen, während Mario, Luigi und Daniela gerade Spaghetti kochen, stürmt Daisy in die Wohnung und bittet die Klempner erneut um Hilfe. Die Zuschauer erfahren nicht, worum es dabei geht. Das ist am Schluss, genau, die letzte Szene. Spoiler! Ah ja, da kommt dann das war so mies. Peach rein, ja. Ganz schlecht. Aber jetzt, vielleicht kommen ja ein paar neue Filme ins Kino, die es entweder in die Schläferz-Liste in 10 Jahren schaffen oder vielleicht in unsere Top-Liste oder vielleicht sogar Oscar-Kandidaten wären, wie der Film Promising Young Woman. Wir gucken mal rein. Kinocharts und Neustarts. Erstmal die Charts. Platz 5. Ja, es läuft erst an oder lief erst an. Die Gangster Gang. Hier in Stuttgart, in den Innenstadtkinos. Läuft übrigens, ganz kurz noch, am Wochenende läuft es auch in Gloria 2 in Dolby Atmos. Oh, das war geil, ey. ich glaube, ich war mit meinem Kleinen zum ersten Mal in dem Atmos-Kino, weil die anderen Filme, die wir gesehen haben, waren in den anderen. Und da kommt ja am Anfang dieser Dolby Atmos-Trailer. Mein Kleiner war total beeindruckt, so mit, ja, da kommt hier von hinten und so, oh, und die Geräusche von da und so. Ist echt beeindruckend. Ja. Schön, ja. Platz 4, Parallele Mütter. Platz 3, Belfast. Auf Platz 2, eine Videospielverfilmung, wobei da auch wieder was ganz Lustiges gestern noch gesehen habe. Ich habe da ein lustiges Reel gesehen. Und zwar, Tom Holland hat mal als Jungschauspieler gesagt, er würde gerne mal Spider-Man spielen. Dann hat er noch irgendwas gesagt und er hat dann auch gesagt, wenn es ein Videospiel verfilmt werden würde, würde er gerne Uncharted spielen. Und das hat er alles geschafft, Uncharted auf 2. Okay. Ich weiß, was das zweite war, was er gesagt hat. Was war das zweite? Er würde gerne mal mit Jack Gyllenhaal zusammen einen Film drehen. Ja. Er hat seine eigene Zukunft vorausgesagt. Oh nein.
Okay. Platz 1, The Batman. Ist ja, auch da, dieses Spiel, ne? Die Frage würde ich gerne auch ganz kurz hier an die Kinocast-Community hier stellen. Muss ich für The Batman die Twilight-Filme im Vorfeld gesehen haben? Ja, das baut ja aufeinander also, auf, ne? Ja, ja. Aber ich möchte gerne erwähnen, dass der in den USA schon 239 Millionen eingespielt hat. Allein am letzten Wochenende 66,5 Millionen. Und das ist eine Menge Heu, muss ich sagen. Das ist eine Menge Heu, ja. Deswegen, also ich glaube, der hat was. Ich habe bis jetzt nur Gutes gehört über den Film. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas, also habt ihr irgendwas gehört von dem? Nur, dass es sehr lang ist. Ja. Ich mag den Schauspieler nicht. Ja. Ich mag Robert Pattinson einfach nicht. Tja, er hat ja hier eine Maske auf. Warum liegt da Stroh? Was läuft? Lass mir doch erstmal einen. Ja, wir müssen es auch zu Ende bringen hier, oder? Was läuft noch so an hier? Ich finde gerade meinen Tab nicht. Wenn du hier schon Filmzitate bringst. JGA läuft an. Deutsche Komödie über einen Junggesellenabschied auf Ibiza, der aus dem Ruder läuft. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal was davon gehört. So, jetzt habe ich es auch. Anime-Prequel-Film Jujutsu Kaisen. In der Kase Anime Night. Null. Ah. Bitte? Ja. Ja. Was? Was? Nein, ja. Ja. Mehr steht da hier nicht. Ja, mehr steht da nicht. Ambulance läuft an. Action-Krimi von Michael Bay. Ich wette, es geht mit einem Helikopterflug los, in der zwei Bankräuber spontan einen Krankenwagen als Fluchtwagen benutzen. Also ein Pflasterlaster als Fluchtwagen. Von Michael Bay mit Yahya Abdul-Mateen II. Und ich weiß, dass das Yahya ausgesprochen wird, weil ich habe einen Schüler, der genauso heißt. Jake Gyllenhaal, Isaac Gonzalez und weiteren. Der Trailer sah gar nicht mal so scheiße aus, muss ich sagen. Na, also sieht, ja, ist halt Action und so. Also Trailer, weiß nicht, wie es euch geht, oder? Seht ihr das ganz anders? Ja. Nee, schaut eigentlich ganz gut aus. Hm. Werde ich, glaube ich, gucken wollen. Hatte so ein bisschen Heat-Vibes, so diese Schießerei auf offener Straße. Und wir hatten doch diesen Sabotage, hieß der, glaube ich, in der Sneak Preview, wo so wirklich so großes, offenes Terrain, Schießereien und gut choreografiert und so. Okay, und ist halt Michael Bay. Die Rolle von Jack Gyllenhaal wirkt auch ein bisschen düster, also als ob das kein netter Cop ist. Mal gucken. Es läuft auch noch an. Come on, come on. Den hatten wir nicht letztens in der Sneak, sondern vorletzten Sendung hatten wir es drin mit Joaquin Phoenix als Radiomoderator, der so Sendungen aufnimmt in den USA mit Kindern, wo er sie über ihre Zukunft fragt und ihr aktuelles Leben und muss dann auf seinen Neffen aufpassen und hat eigentlich gar nicht so viel mit Kindern am Hut, aber irgendwie wachsen die beiden dann doch zusammen. Dann läuft noch ein Tove, ein Biopic über die finnische Künstlerin und Mumin-Erfinderin Tove Jansson. Und deswegen habe ich es nicht Torf ausgesprochen, sondern ich gehe davon aus, dass es Tove ist. Von Zaida Bergroth mit Alma Pöysti, Christa Kosonen, Shantirone. Es läuft auch noch ein türkischer Film an, Osman Sikis. Da geht es um einen Mann, der aufgrund von Agoraphobie und Panikstörungen sein altes Herrenhaus kaum noch verlässt, um Menschen und Freunde zu treffen. Und dann beschließt er wegzuziehen. Und er muss aber da vorher, um sein Ziel zu erreichen, mit 5 niedlichen, imaginären Monstern kämpfen, mit denen er sich, mit denen er seit langem zusammenlebt, sowie mit seiner Krankheit. Okay. The Boy Behind the Door. Zwei Jungen werden in ein abgelegenes Haus verschleppt. Einer kann fliehen, will aber seinen Freund nicht zurücklassen. Solider Thriller, nicht ohne Klischees, aber mit beeindruckenden Kinderdarstellern. Von David Charbonnier und Justin Powell mit Lonnie Chavis, Ezra Dewey, Christine Bauer und weiteren. Das ist doch was für Kate, oder? Naja. Bei dem nächsten Film bin ich mir nicht ganz sicher, ob der jetzt gerade anläuft, weil bei Kino.de steht er drin, bei Filmstarts steht er nicht drin. Und Filmstarts ist da eigentlich immer ganz, ganz gut. Ich lese trotzdem mal vor, Beyond the Sky, da geht es um einen Filmemacher, der
will die Berichte angeblicher UFO-Entführungsopfer widerlegen und stößt dabei auf einen besonderen Fall. Ein Sci-Fi-Mystery-Film mit Gastauftritten einiger Genre-Veteranen, unter anderem mit Peter Stormare und vielleicht ist er sogar hier David Duchovny mit dabei oder so, wer weiß. Aber bei Filmstarts steht es nicht dabei. Vielleicht kommt er erst später, vielleicht haben sie den noch verschoben kurzzeitig. Okay, dann haben wir noch ein Drama mit Trümmermädchen, die Geschichte der Charlotte Schumann. Charlotte Schumann. Ein Drama um eine Gruppe Frauen, die in Deutschland von 1946 einen Kurs bei einer Schauspielerin besuchen, der ihnen beibringt, wie sie Männer verführen bzw. halten können. Mit Laura Balzer, Valerie Ceplanova, Lena Urzendowski und weiteren. Okay. Ja, ist das so schwierig, Männer zu verführen? Weiß nicht. Ich habe gerade mittlerweile herausgefunden, dass Beyond the Sky läuft jetzt doch nicht im Kino, sondern hat direkt am 25. März seinen Heimkinostart. Also der Starttermin bleibt, aber kommt nicht ins Kino, sondern gibt es dann im Heimkino. Okay, das war's dann mit den Starts diese Woche. Im Kino ist ja doch einiges dabei. Und es starten ja auch einige Serien neu und eine davon ist die zweite Staffel von Upload. Da gucken wir jetzt mal rein. Serien. Upload Staffel 2. Was bisher geschah? Also für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, was in Staffel 1 war, ein junger Mann, Nathan Brown, wird getötet. Und seine Freundin, von der er sich eigentlich trennen wollte, lädt ihn hoch. Und zwar in diese Cloud quasi. New Horizon ist eine fiktive Welt, in der man seinen Geist hochladen kann, um dort in der Ewigkeit weiterzuleben. Das ist wie so ein riesiges Resort-Hotel und je nachdem, wie viel Geld du halt hast und wie viel du bezahlst, hast du eben viele Vergünstigungen und ein gutes Leben dort oder du hast halt wenig und hast zum Beispiel nur 2G im Monat zur Verfügung und bist eben eher im Untergeschoss des Hotels. Und er, wie gesagt, wird da hochgeladen und ohne eigentlich, dass er es wollte, und muss jetzt damit leben und quasi sich mit seiner Freundin arrangieren, von der er sich eigentlich trennen wollte, damit er eben dieses luxuriösere Leben oder sogar seine Verlobte, ich weiß nicht genau, sein luxuriöses Leben weiterzuleben. Dabei kommt allerdings raus, dass sein Tod kein Unfall war und im Ganzen geht er danach, so gut es eben geht, mit Hilfe seines Engels, denn die realen Menschen, die noch lebenden Menschen, können sich dort als Präsenz hochladen und helfen sich den neuen Menschen da eben zurechtzufinden, den neuen Uploads. Und was am Anfang sehr, sehr cool war und irgendwie lustig und coole Story-Geschichte, führt sich jetzt eben in Staffel 2 weiter, nur funktioniert der Kniff da nicht mehr ganz so. Oh nein. Also diese ganze Upload-Welt ist irgendwie nicht mehr ganz so cool und der Fokus liegt halt jetzt auf der Geschichte von Adam und nicht mehr auf diesem ganzen Upload, also auf dieser ganzen Theorie des Uploads und dass die Engel da helfen und bla, sondern wirklich es geht halt nur noch um Adam und um die Aufklärung seines Mordes, was ich sehr, sehr schade finde. Die Protagonisten sind alle noch die gleichen, es gibt nicht wirklich viele neue, es gibt ein, zwei neue Gesichter, die halt zur Geschichte dazugehören und ansonsten ist es ehrlich gesagt ein bisschen einfallslos, meiner Meinung nach. Es sind nur 7 Folgen, soweit ich das richtig mitgekriegt habe normalerweise, wenn du eine Serie anguckst, spürst du, dass es sich aufs Ende der Staffel hin bewegt. Und dann, du spürst in der letzten Folge, okay, das ist die letzte Folge, das ist bestimmt die letzte Folge, das wird jetzt ein krasser Cliffhanger oder das wird jetzt irgendwie noch mit einem epischen Satz beendet, wo du denkst, wow, fuck, und jetzt muss ich unbedingt die nächste Staffel sehen. Und dieses Gefühl hat sich bei mir überhaupt nicht eingeschlichen. Also es war wirklich eher so, okay, was, das war jetzt die letzte Folge? Also, hä? Wieso? Es war schon eine Art Cliffhanger, allerdings eher so, dass du halt denkst, da kommt jetzt noch eine Folge, wo jetzt der Monster-Cliffhanger kommt. Ich war sehr enttäuscht von dem Ende der Staffel
Und auch generell, die Story hat sich sehr seltsam weiterentwickelt und hat für mich sehr viele lose Enden offen gelassen, beziehungsweise offene Enden, die aus der ersten Staffel da waren, erst kurz angefangen weiterzuerzählen und dann aber abrupt geendet, ohne sie sinnvoll aufzuklären. Das war eher, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend. Also Upload Staffel 2, ja, kann man angucken, aber man darf sich nicht zu viel erwarten, meiner Meinung nach. Hast trotzdem komplett fertig geguckt, höre ich da raus? Oder? Ja, ja, ich habe, deswegen, wie gesagt, ich dachte, das sind 8 oder 9 Folgen und dann war plötzlich die 7. Folge zu Ende und ich so, ja, okay, warum kommt jetzt nicht dieser nächste Folge-Button, weil es keine nächste Folge gibt. Und das war mit Abstand das schlechteste Staffelfinale, das ich je hatte in irgendeiner Serie. Uff. Es war einfach nur, okay. What the fuck? Und auch, wie gesagt, die Entwicklung der Geschichte gefällt mir nicht mehr. Also ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn man dieses Drama um seinen Tod weggelassen hätte und eher dieses Liebesdrama und das mit seiner Verlobten und die ganze Welt und dass da irgendwelche Updates gibt und so, das hätte ich irgendwie viel spannender gefunden. Und vor allem, man kann ja so viel machen, ne, in dieser, ich sag mal, ja, eben. In dieser Traumwelt, nenne ich es jetzt mal. Das ist ja wie die Matrix, ja, sozusagen. Ne? Ja. Genau. Da hatte ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass dann irgendwie mal jemand einen Dreh finde, dass dann wirklich, ach, da gibt es so viele, also da steht ja quasi alles offen, ja. Ja, und selbst wenn er, also wenn sie diese Geschichte, diese Storyline nicht aufgemacht hätten, dass er ermordet wurde, die ganze Serie würde auch ohne diesen Mord funktionieren, weil er ja immer noch darin gefangen ist, dass er an eine Frau gekettet ist, die seine Rechnungen für diesen Upload bezahlt, die er eigentlich gar nicht liebt. Und diese ganze Welt, welche Möglichkeiten sie auch noch eröffnen könnte und wie vielleicht, dass er selber versucht, das irgendwie selber zu bezahlen und sich dann von ihr loszulösen. Und einfach mehr Kniffe aus dieser Fantasiewelt. Aber nein, es wird halt auf diesem Mord aufgebaut und die Welt selber gerät komplett in den Hintergrund, was ich sehr, sehr schade finde. Also kannst du nicht so ich wirklich nicht, empfehlen, zweite Staffel, höre ich da raus? Nicht wirklich. Eigentlich nicht. Also die 7 Folgen tun nicht weh, aber ich bin halt enttäuscht rausgegangen dann. Also ich war sehr enttäuscht. Okay. Chris, du wolltest irgendwas sagen vorhin noch? Ja, es klingt für mich so, als ob die es echt kaputt gemacht hätten, die Serie. Und einfach ja, die Chancen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, einfach nicht genutzt haben, was da im Potenzial drin schlummert. Oder was man sich eigentlich als geneigter Zuschauer dann noch gewünscht hat, dass es sich vielleicht in diese Richtung bewegt. Und ich habe ja die erste Folge so halb mit angeschaut und mich hat die erste Folge von Staffel 2 schon nicht so gecatcht gehabt, wo ich dann gesagt habe, so, ja, nee, mach mal alleine, kein Bock gerade drauf irgendwie. Und mein Problem ist halt auch, mein Problem ist halt auch, dass ohne das jetzt, also ich möchte nicht spoilern, weil es gibt genug Leute, die das angucken und es vielleicht toll finden, aber die Theorie hinter diesem ganzen Upload macht in der ersten Staffel Spaß, aber wenn man diese ganze Upload-Sache kaputt macht, und es wird kaputt gemacht, in der zweiten Staffel, macht für mich die ganze Serie überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil der Kniff hinter der Serie war das Uploaden. Kann's einfach. Also ich kann es jetzt nicht genauer definieren, weil sonst spoilere ich alles. Und schwierig. Ein Downloadner. Naja, mal schauen. Ich kann dir, wenn du es wissen willst, nachher nach der Sendung sagen, worauf es hinausläuft. Vielleicht gucke ich da noch rein, deswegen lass mal. Ich biete es ja nur an. Gut gefallen, ja. Und ich hatte mich auch auf die zweite Staffel echt gefreut. Aber dann wurde ich leider enttäuscht. Okay, mal gucken. Ich habe bei Funeral for a Dog reingeschaut. Sky, neues Ding. Darüber aber vielleicht nächstes Mal mehr, denn jetzt ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten und wir begeben uns mich mal. Mich schreckt der Titel der Serie ab. Nee, brauchst du nicht abgeschreckt sein. Okay. Wo sind wir denn hier? Hier ist die Rätselecke. Rätselecke. Haha. So, heute bin ich dran und ich
brauche auch den hier, oder? Gut, ich habe geklappt. Wir spielen mal richtig oder falsch. Und das finde ich richtig. Boom, genau. Ein Punkt. Deswegen, weil der Chris reingesprochen hat, darf er gleich anfangen als erster. Das war's Ziel. Die Jasmin aus JGA, ja, das J. Luise Heyer. Ja, Luise Heyer. Hat ja zum Beispiel auch in Dark mitgespielt in der Serie. Dazu eine Behauptung. In jeder Szene von Dark befindet sich irgendetwas in der Farbe Rot oder in einer ihrer Schattierungen. Richtig oder falsch? Wer musste zuerst antworten? Ich sag das richtig. Chris. Achso. Ich sag so, das ist so abstrus, das ist richtig. Wir reden von der Netflix-Serie Dark. Ja, genau. Die erste deutsche Netflix-Produktion. Das ist eigentlich eher alles, also das ist eher immer so der Fokus auf diesen roten, also auf diesen gelben Regenmantel. Ich sag, das ist falsch. Das ist richtig und das ist auch ganz genau, weil es ist nämlich immer gelb, ist die Signalfarbe, hat sich der Kameramann Nikolaus Summerer so einfallen lassen, dass er in jeder Szene und wenn man, ich habe ja tatsächlich auch die eine Staffel nochmal geschaut gehabt, dann habe ich nämlich drauf geachtet auch. Man sieht immer irgendwas Gelbes, in, auch wenn es noch ganz klein oder ganz wenig ist oder irgendwo der Deckel von irgendwas oder so. Ich hasse euch schon ein bisschen jetzt. So, Chris 0, Kate 1 und das ist auch gut so. Nee, Quatsch. So, jetzt kommt, das ist auch alles gut. Jetzt kommen wir zu dem G. Alles klar. Jetzt kommen wir zu dem G von JGA zur Gina Taneshia Abt. Ich behaupte, wir haben sie zuletzt in der Sneak Preview in dem Film Nightlife gesehen. Ist das richtig oder falsch? Ich habe den Film nicht gesehen. Ist hinter dich ja nicht dran zu antworten. Das ist richtig. In welchem Film? Nightlife. Nightlife. Der deutsche Film mit, was war es, Frederik Elias Lau? Mbarek und Elias und Mbarek. Frederik Lau. Genau. Ja. Und Paulina Ruschinski. Genau. Ich sage, es ist richtig. Aber den hattet ihr doch nicht in der Sneak. Den hatten wir nicht. Dann ist es falsch. Moment, du hast schon ich habe schon gesagt, dass es richtig ist. Ja. Ich habe schon gesagt, dass es richtig ist. Aber ich glaube, er hatte den gar nicht in der Sneak. Also ich glaube, ich kann gut sein, dass ich da mitgespielt habe. Wir hatten den jetzt nicht in der Sneak. Jetzt ist mir ja die Frage. Also, das wenn das ja, was sagst du jetzt? Das ist jetzt voll spannend, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie mitgespielt hat. Keine Ahnung, wir hatten Nightlife, hatten wir nicht in der Sneak. Deswegen sage ich, das ist in dem Fall falsch. Ja, da hat dir die Kate gut geholfen jetzt hier mit deiner Antwort. Ich habe das selber gesagt. Moment, also, ich habe das selber gesagt. Eine Trickfrage gewesen. Sie hat schon ein bisschen, genau, also die hat natürlich in dem Film Nightlife mitgespielt, aber den hatten wir nicht in der Sneak. Genau, deswegen habe ich es extra. Sag ich doch. Was war denn der das habe ich als allererstes gesagt. Was war denn der letzte Film, in dem wir sie in der Sneak gesehen haben? Wisst ihr das auch noch? Bonusfrage? Nee, es war der Film Wuff. Den hatten wir am 24.09.2018 mit den Hunden hier. Ne? Boah. So, jetzt kommen wir zu dem A, die Anna. Theresa Rizos. Das steht übrigens 1-1, falls es nicht alle mitgekriegt haben. Es steht 1-1 und du bist jetzt dran mit Antworten. Die Anna, die Theresa Rizos, heißt die Schauspielerin, die ist nicht nur Schauspielerin und Kabarettistin, sondern kann auch gut singen. Sie hat zum Beispiel ein Weihnachtslied in bayerischer Mundart aufgenommen. Das heißt, es wird schon gleich dummbar. Was? Es wird schon gleich dummbar. Und das hat die gesungen? Behaupte ich. Das traue ich dir zu. Das war die Blonde, ne? Das war die Anna. Das traue ich dir zu. Das hat die gemacht, ja. Was sagst du, Kate? Ich sag, nee, hat sie nicht gemacht. Ist aber richtig, das hat sie gemacht. Findet man auch noch auf YouTube. Genau, sie nimmt sehr viele Songs in bayerischer Mundart auf, also nicht nur Weihnachtslieder. Ja, aber jetzt Moment, es wird schon S, was? Es wird, wird Show ohne N, Show? Klei, G-L-I und Dumpa. Dumpa. D-U-M-P-A. Dumpa. Das ist wohl ein... Ist der Titel eines österreichischen Weihnachtsliedes. Ja, sie hat es aber in bayerischer Mundart aufgenommen. Könnte der Herr Erik bitte in Zukunft seine Fragen besser recherchieren? Ja, die Frage war...
Sie hat auch ein Weihnachtslied in bayerischer Mundart aufgenommen. Es heißt nicht ein österreichisches Weihnachtslied aufgenommen. Sie hat ein Lied in bayerischer... Ja, aber dann hättest du die Kate wahrscheinlich gewusst. Ach so, dann. Na dann. Total. Also, Chris hat prinzipiell gewonnen. Ich hätte jetzt noch zwei Schätzfragen. Nicht prinzipiell. Ja. Nein. Er hat gewonnen. Moment, er hat nicht prinzipiell gewonnen, er hat gewonnen. Verdient gewonnen. Ja. Aber bei Dark macht mir halt keiner was vor. Genau, der Chris ist halt firm in dem Thema bayerische Mundartgesang. Ja, genau. Alles, was mit einer Maultrommel gespielt wird, kennt er. Den Fotzenhobel. Oh, ja, so heißt das. Das ist ein Instrument, das heißt so. Uiuiui. Entschuldigung. Uiuiui. Das war, hallo? Ich würde gerne noch zwei Schätzfragen verbraten, die jetzt hier damit zu tun haben. Einfach so, just for fun. Meine erste Schätzfrage wäre gewesen, die ist aber, muss ich sagen, da müssen wir sehen, welche Antwort wir gelten lassen. Wie viel hat denn Axel Stein seit 2008 abgenommen? Das wäre so eine Schätzfrage gewesen. Genau, wie viel Kilogramm? Der hat viel abgenommen. 25. Ach, bestimmt 25. Wenn ihr beides gleiche sagt, kann keiner gewinnen, sage ich mal so. Ja, dann sage ich 28. Also mehr, ja, das ist näher dran an. Ja. Achtung, es gibt zwei Quellen. Die Quelle InTouch sagt 38 Kilo und die Quelle Wikipedia sagt 45 Kilo. Nee, also, so, also 45 ja. Kilo waren es nicht. Ja, kann schon sein. Er war schon sehr, sehr... ich guck gerade nebenher, es wird schon gleich dummbar. Ja, du musst den Namen der Schauspielerin bei YouTube... Ja, hab ich. Da Teresa Rizos. Es wird schon gleich dummbar. Da findest du das auf meinem Bayerischen Rundfunk, genau. Genau. Mit Harfe. Oh, sehr schön. Das ist total in Weihnachtsstimmung hier. Genau. Die zweite Schätzfrage wäre gewesen, da baue ich sogar auf die Kate, dass sie da ungefähr sogar was weiß vielleicht. Oh Gott. Und zwar, Axel Stein ist ja auch Rennfahrer. Der fährt nämlich zum Beispiel bei der Milli-Challenge mit. Die gab es in den Jahren 2006 und 2007. Und welchen Platz hat er denn da belegt in der Mini-Challenge 2006? Weißt du es zufällig? Boah, ich habe keine Ahnung. Okay, dann sage ich, es wäre der 40. Platz gewesen, aber es ist schon relativ weit hinten. Ich glaube, das Mudo war weiter vorne, der fährt ja auch keine. 40 von 40? Ich habe keine Ahnung. Aber da fahren doch mal viele Minis mit. Ne? Ich habe keine Ahnung. Nee, also du kannst mich über die Formel 1 was fragen, aber nicht über solche Nebensachen. Dann hätten wir JGA abgehakt und genau, Chris hat gewonnen, ist dann beim nächsten Mal dran. Yeah. Der hört sich aber gerade über Kopfhörer dummbar an. Es wird gleich dummbar. Okay, ja, dann guck ich mal, wir hatten einen Kommentar. Dumba, tätere, sag ich da auch. Nee, das ist echt ein lamer Song. Ich habe schon reingehört. Das ist total schön. Es wird da gleich dummbar. Ich hab voll ein Obo. Die Steff hat einen Kommentar geschrieben gehabt zu Picard. Sie hat Picard auch gesehen und die zweite Staffel und sie fand die bis richtig gut bisher. Die Staffel 1 war leider richtig schlecht, fand ich jetzt nicht. Ich fand die schon ganz gut. Fand ich auch nicht. Die fing zwar ein bisschen lahm an, hat aber dann doch deutlich an Fahrt gewonnen, spätestens dann, wo er wieder quasi eingesetzt wurde und wo es dann richtig losging. Am Anfang, wo es die ganze Zeit nur darum ging, wo er durch seine Weinberge gestreift ist und irgendwie da, das fand ich ein bisschen lame. Also wer da wirklich nur eine Folge guckt, um mal zu sehen, ob es was ist oder so, der wird auf jeden Fall keinen Spaß haben, weil die erste Folge ist echt lahm. Und die zweite Staffel, schreibt sie aber, fängt genau da an, wie es nach Next Generation hätte sein sollen. Picard ist Chef der Sternflottenakademie. Mit den Androiden ist alles wieder normal und der Krieg mit den Romulanern ist vorbei. Neue Kadetten beginnen auf ihren Schiffen, eins davon die Stargazer. Da schließt sich ein Kreis. Die Staffel 1 kann man also ignorieren, finde ich nicht. War schon ganz gut. Es gibt viele Referenzen. Die kann man nicht ignorieren. Ja. Die kann man nicht ignorieren, allein wegen der Geschichte mit dem romulanischen jungen Mann. Warum der so wichtig ist in der zweiten Staffel und warum die den alle so gern haben, das kannst du nicht einfach weglassen. Das ist zwischenmenschlich, muss das da sein. Okay. Ganz einfach. Ich lese mal weiter. Es gibt viele Referenzen zum restlichen Universum. Nur einige Längen, bei denen über Picards Liebesleben geredet wurde oder über seine Kindheit gab es, die ich definitiv nicht gebraucht habe. Ich hoffe wirklich, es geht so weiter. Na, mal schauen. Ich habe immer noch nicht reingeschaut, weil ich wollte mir da mal ein bisschen Zeit nehmen, mir meinen Tea Earl Grey bereitstellen und so ein bisschen Piping Hot. Ein bisschen Gebäck dazu gereicht wird. Und nee, mal schauen. Ein bisschen Gebäck. Ich will das auch gerne auf dem großen Fernseher gucken. Da muss ich warten, bis hier wieder Ruhe einkehrt. Wir haben auch gerade Besuch und so. Deswegen.
Ja, da gucke ich nur mal schnell irgendwie ein Häppchen von The Office mittendrin. Apropos, ja, genau, ich mache jetzt gerade einen Rewatch von The Office. Es ist so gut, es ist so gut. Herrlich, ja. The Office auf Netflix, unbedingt gucken, im Original, ganz wichtig. Oh, so gut, so gut. Ich lache mich kaputt. Die Serie ist schon relativ alt, aber das funktioniert noch so gut, die Witze, die, ach, so gut. Ist auch eine Mockumentary, gell? Ja, ey, das ist so gut. Und in meiner Erinnerung ist es immer ein bisschen verschwommen. Ich fand immer die UK-Staffel mit Ricky Gervais eigentlich besser. Aber jetzt stelle ich fest, die US ist einfach viel besser. Doch. Ich habe bloß damals unzusammenhängend die Folgen geguckt. Die immer mal hier eine Folge und so. Und ja, gerade die ersten Staffeln. Jetzt habe ich die wirklich durchgebinged und habe die wirklich eins nach dem anderen. Das sind teilweise so viele Easter Eggs, die immer noch mal wiederkommen und irgendwas, was teilweise 2 Staffeln lang ruht und dann wird es nochmal aufgegriffen und einfach so gut geschrieben, so gut. Kein Wunder, dass es so viele Staffeln gibt von der US-Version. Herrlich. Und jetzt alles auf Netflix verfügbar in Top-Qualität, also nicht mehr diese schrammliche DVD-Qualität, die ist da, sondern richtig gut, ey. Oh. Jo, dann sind wir ja schon durch für heute, sehe ich hier. Sonst Kommentare gab es nicht. Die anderen Quellen verfolge ich jetzt gerade nicht. Ich glaube auf Twitter, weiß nicht, ob es da was gab. Wie auch immer, dann gehen wir mal in den Bereich Musik. Haha. So. Musik. So, was gibt's denn bei euch heute für Musik? Ja, ich muss zu meinem Musiktipp was erklären. Ich muss dazu was erklären. Ich war selber geschockt von dem Interpreten. Aber pass auf, also ich habe ja Promising Young Woman geguckt und da gab es eine Szene, da war quasi ein Song und da haben die dazu, das war einfach eine sehr, sehr coole Szene mit einem sehr, sehr coolen Song. Ich kannte das Lied nicht. Ich habe es irgendwo fernab in meinem Hirn mal gehört gehabt irgendwo, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und ich so, hey, das ist ein cooler Song, den packe ich in die Playlist. Also habe ich schön Shazam angeschmissen, um rauszufinden, von wem der Song ist. Und ich habe 3-mal nachlesen müssen, von wem der Song ist. Und es tut mir tatsächlich leid, dass es dieser Künstler geworden ist, aber der Song ist wirklich gut. Und es ist Paris Hilton mit Stars Are Blind. Die hat doch immer so Plastikpop gemacht. Ist das auch so als in der Richtung? Oder? Ja, so ein bisschen. Nee, okay. Aber nicht so. Also der Song ist gut. Na, bist du noch auch hier? Ist ja eine schöne kleine Filmsendung und sie hat ja auch nette Filme gedreht wie One Night in Paris. Deswegen finde ich das okay, dass man auch Künstlerinnen da macht. Genau, man kann ja das Video mal ohne Ton anschauen auf YouTube oder so. Also den Stars Up Blind. Jetzt hast du gut, dass du YouTube dazu gesagt hast. Stars Up Blind, meine ich. Ja, ja. Ihr sollt euch den Song anhören, nicht darüber nachdenken, wer ihn singt. Lass doch Paris Hilton in Ruhe. Ist so. Das Video ist ein 4:3 hier. Das ist ja genug, glaube ich. Die hat genug zu knabbern an ihren Sachen auch teilweise. Oder hatte das. Und hat bestimmt ein schönes Leben. Alles cool. Mhm. Das ist, ja. Was gibt's denn bei dir, Chris? Ja. Bist jetzt völlig, bei mir gibt's von Klaas Okay Without You. Ist das der Klaas? Oder? Nein. Klaas Wolfer Umlauf? Nee. Von Jung. Nein. Ist nicht, ich dachte, der singt ja auch, ne? Deswegen hätte es sein können. Ah, seine Band heißt anders, der, ne? Wegen mir, ja. Aber er hätte ja sein können. Nein. So, und ich habe einen Song jetzt auch gerade in dieser aktuellen schwierigen Zeit mit bewaffneten Konflikten. Vielleicht lese ich mal die deutsche Übersetzung von dem Text mal kurz vor. Wir senden eine Liebesbotschaft an die Welt. Kannst du sie sehen? Kannst du sie hören? Das ist DJ Bobo. Nicht ganz. Es ist von Masterboy, Scooter, Erotic, Fun Factory, Mr. President, Worlds Apart und U96, der Song Love Message. Ja, we are sending out. Wer kennt a love das? Message to the world. Wenn du hier die deutsche Version von dem Text, ne, liest zum Beispiel. Das ist ja total Banane. Geh raus, hab Spaß, aber lebe und lerne. Schützen Sie sich, das ist unser Anliegen. Schutz kann unser Leben retten. Rette deine Seele und mach sie zum Letzten. HIV ist meine Sorge. Du bist lieber sicher als traurig. Also das sind eine Zeile nach der anderen. Also das ist jetzt nicht irgendwie durcheinander. Ne? Total verrückt. Ja. Mach das Richtige, zieh es an. Liebe und Sex ist überall. Vergiss es nicht, wenn du jemanden zur Zufriedenheit gefunden hast. Das ist eigentlich Verhütung, Erik, das weißt du schon. Also. Ja, ich weiß. Aber okay, ich bin mir nicht so sicher. Wir möchten eine Love Message in die Welt senden, deswegen nehme ich das hier mal rein. Übrigens Erotic, ne, mit ihren Hits Max Don't Have Sex with Your Ex. Genau.
Und it'll make your life complex, oh Max, baby, take it easy. Ich kann den Text noch. Wieso kennst du den Text, um Gottes Willen? Alter, die waren ja nicht schwierig, die Texte. Da gab es ja noch diverse, egal! Da gab es ja noch diverse andere Songs, ne, von Erotic irgendwie, ne? Ja. Wie hießen die anderen Hits so? Man kommt gar nicht drauf. Hm. Auf jeden Fall, es gibt eine neue App, die heißt 90s Radio. Hat der Olli P. hat da, glaube ich, auch mit gefundet oder so bei der App. Da gibt es diverse Streams für 90er-Jahre-Radios. Da gibt es Dance, irgendwie In the Mix und sowas. Und das höre ich mal ganz gerne beim Laufen. Das ist ganz okay. Und da kam der Song nämlich auch, Love Message. Deswegen packe ich den mal rein. Könnt ihr alles hören auf unserer durchaus gemischten Playlist Kinocast-Songs. Und dann sind wir eigentlich durch für heute. Dann bleibt alle gesund und munter bis nächste Woche. Geht in die Sneak Previews, die es überall auf der Welt gibt, und geht in eure Lieblingskinos. Die brauchen immer noch eure Unterstützung. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Sehr gerne. Wiederhören. Wiederhören. Der Kinocast.